Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei StarCraft 2. Ja, ich hoffe, alles läuft so mit den Folgen. Und ja, wie in der letzten, am Ende der letzten Folge schon gesagt, werde ich jetzt die Nachrichten mit Tychos nochmal sprechen und dann die Mission, die Kristallmission machen, die mir die Vision zeigt, die. Ich habe den Namen vergessen, aber der müsste hier angezeigt werden. Tut mir leid, eigentlich müsste ich den Namen kennen, aber ich habe ihn trotzdem vergessen. Hier, zeig mir mal an. Ich kehrte auf unsere zerstörte Heimatwelt Ajur zurück. Ach, keine Ahnung. Hab ich vergessen. Werde ich ja gleich erfahren. Auf jeden Fall der Typ, der sich was mehr machen kann. Ich merke mir solche Namen nicht so gut, wenn sie nicht so oft auftauchen. Und tut mir leid. Ja, erstmal Fail am Anfang. Egal. So, dann gehen wir gleich mal in die Gespräche rein, um keine Zeit zu verschwenden. Und ja, gehen wir rein. Also, wie macht sich der Odin als Kampfmaschine? Kumpel. Das Ding ist eindeutig die beste Erfindung in der Geschichte der Menschheit. Damit rumzulaufen und für ein bisschen Recht und Ordnung zu sorgen, hätte mir fast Tränen in die Augen getrieben. Sag auf jeden Fall Bescheid, wenn ich noch eine Runde damit drehen kann. Du bekommst deine Chance noch früh genug, Kumpel. Keine Sorge. Interessant. Aber du, ich frage mich eigentlich nur so, das ist ja so eine Monstermaschine. Und die bewegt sich auf Planeten mit Anziehungskraft. Wie viel Energie benötigt denn diese Maschine? Die wiegt ja locker 20, 30 Tonnen. Wenn nicht sogar mehr. Und die vorzubewegen mit einem normalen Geschwindigkeit plus Stabilisatoren plus die Munition und alles mögliche. Boah, das ist halt einfach schon krass. Aber die Energie, ne? Die Rechnung möchte ich nicht bezahlen. Aber ja, gucken wir uns doch erstmal die Nachrichten an und gucken, was da so bei uns erwartet. Werden wir wieder als Kriegstreiber, als Verschwörungstheoretiker oder einfach nur als Rebell abgestempelt, als Mörder, als Terrorist oder sonst was? Oder werden die Nachrichten wieder ein bisschen getrimmt werden? Aber man hört raus, dass wir eigentlich auf der richtigen oder auf der anderen Seite stehen, die nicht so viel Böses macht, wie eigentlich behauptet. Hier ist Kate Lockwell und ich berichte live aus dem UNN-Hauptquartier auf Korhal. Schalten wir zu Donny Vermillion, der einen ganz besonderen Gesprächspartner hat. Richtig, Kate. Ich freue mich, General Horace Warfield begrüßen zu dürfen. General, die Liga-Streitkräfte werden heute also ihre neueste Waffe vorstellen, die Odin-Kampfmaschine. Allerdings, Donny. Wir werden den Odin auf den Straßen Korhals vorführen, live begleitet von ihrem hervorragenden Sender. General, Kate Lockwell hier. Ich habe Gerüchte gehört, dass es logistische Schwierigkeiten bei der Präsentation des Odin gegeben haben soll. Sie haben richtig gehört, Kate. Der Transport des Odin hat sich verzögert und wir haben vorübergehend den Kontakt zur Produktionsfabrik verloren. Aber nun ist er wohlbehalten angekommen und wir können mit der Vorstellung beginnen. Wir machen die Nachrichten. Die Enthüllung der neuen zerstörerischen Waffe der Liga auf den Straßen Korhals. So kann ich nicht arbeiten. Diese Frau soll sich gefälligst aus meinen Interviews raushalten. Dein Kumpel Horner zieht die Sache also wirklich durch. Ich gebe zu, ich bin ziemlich beeindruckt. Wieder geile Nachrichten wieder. Auch die Gespräche, die am Ende hier nochmal geführt worden sind. Übelst nice gemacht. Diese kleinen Details, was feiere ich halt wirklich. Einfach nur geil. Hat sich leicht verzögert. Dann am Ende, also kann ich nicht arbeiten, Mann. Das ist halt so nice. Wenn man Nachrichten türkt und nicht arbeiten kann, weil die anderen da keinen Bock drauf haben. Egal, gehen wir jetzt zum Labor und machen die Kristallmission. Und gucken, was. Ich erinnere mich an den Fall von Ajur. Ich bin nicht gerade scharf darauf, mir das Ganze nochmal anzusehen. Aber es hilft wohl nichts. Auf dem Höhepunkt seines Sieges über uns begann der Overmind der Zerg selbstsicher zu werden. Allzu selbstsicher. Alles, was vom mächtigen Overmind verblieb, war eine verdorbene, welke Hülle. Was auch immer an Erinnerungen in dem verrottenden Leib der Kreatur verblieben war, ich musste sie in Erfahrung bringen.
indem ich Kontakt mit den riesigen Nervensträngen herstellte, die direkt mit seinem Kortex verbunden waren, konnte ich seine Geheimnisse ergründen. Doch seine zahllosen Diener, die sich von seiner toten Hülle zu ernähren schienen, sollten sich als etwas problematisch herausstellen. Auch wieder eine geile Cutscene, aber was ich vor allem auch geil finde, den Charakter. Denn er versucht halt dieses Wissen, er hat Informationen bekommen und versucht es halt alles nachzugehen, versucht halt dieses Wissen zu erweitern und die Informationen zu bekommen, die er braucht, und riskiert dabei auch ein paar Sachen. So, also er geht jetzt zum Overmind und liest seine Gedanken sozusagen, zu Leichnam des Overminds, durch tausende Feinde durch. Hauptsache, ich krieg die Informationen, die wir alle brauchen, und nicht so, jo, ich habe ein paar Informationen, die teile ich jetzt mit und in 3 Jahren komme ich mit der nächsten. Sondern erstmal alles klar machen und dann erst die Informationen bringen. Ist auf jeden Fall ein nice Charakter, denn es gibt immer diese 2 Jahre. Entweder du sagst jede Kleinigkeit oder du wartest erst, bis du mehr hast und bringst es dann auf einmal raus. So, klicken, Taste drücken, um fortzufahren. Und das wollen wir auch tun, denn damit starten wir in diese Mission rein. Ich muss einen Weg finden, hier Fuß zu fassen und Verstärkung zu rufen, um die Zerg in Schach halten zu können. Okay. Euch gehört meine Ergebenheit. Ehre den Dalai Lama. Ah, dieser treue Beobachter hat seit der Evakuierung Wache gehalten. Seine Fähigkeiten sind für uns sicher noch von Wert. Echt? Ich bring. Isidos, ist von Wert. Hey! So, hab den gar nicht ausgewählt. Ja. Einige der verlassenen Bauten sind noch immer einsatzfähig. Wir sollten uns das zunutze machen. So. Ja, ist doch nett. Ey. So, richtig. Dieser alte Signalturm summt noch immer vor Energie. Ich frage mich. Ah, ich habe Erzählungen von den mächtigen Kolossen gehört, die unter der Oberfläche Ajurs ruhen. Der Signalturm muss diese beeindruckenden Wächter erweckt haben. Die Zerg spüren eine Bedrohung für ihren toten Anführer. Ja, dieser Overmind ist ja so riesig. Er ist ja, glaube ich, fast so groß wie der ganze Planet, ey. Sprecht. Die Zerg werden gegen uns anrennen, bis wir zugrunde gehen. Ich muss den Kortex des Overmind finden und so viel in Erfahrung bringen, wie ich nur kann. Boah, besonders. Dauerbeobachter, was bringt er sonst noch? Ist einfach nur ein Detektor. Oh, hier habe ich noch einen. Okay. Schusak. Sonst wird das halt rangeportet. Hier würde ich gerne noch einen instellen. Und halt hier noch einen. Bringt zwar nicht ganz so viel, aber ey. Wenn wir unsere Beobachter weise einsetzen, können wir das Gebiet auskundschaften, um uns nicht unnötig in Gefahr zu begeben. Ach echt, das funktioniert, ja, weiß ich auch nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Beobachter. Hey, hier ist wieder so eine Basis. Kann man hier eine kleine aufbauen? Ein paar Overmines. Aha. Ah, hier ist ein der. Ach, man muss die ganzen Nervenstränge erforschen. Das ist auf jeden Fall nice. Das ist auf jeden Fall ziemlich interessant. So, würde ich jetzt hier nochmal einen hinbauen.
Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, und dann würde ich halt Zeratul, wo willst du den nehmen? Und den schon mal dahin führen. Meine Ergebenheit. Weil das ist ziemlich nice. Ich habe leider keine, die momentan. Wir müssen uns auf die Verteidigung unserer Basis vorbereiten. Ja, die Zerg sind auf dem Weg. Was denkst du, was ich gerade mache? Genau das. Wirklich exakt genau das. So. In Audin. Ja. Was? Nein, ich wollte den hier nehmen. Shusak Moknul. Ah, hier kann man dann auch einen Plon hin orten. Ja, holen wir erstmal ein paar mehr hier vorne. Jo, aber da auch erstmal hier. Ich suche den Pfad der Erlösung. So, erstmal alle umbringen, die es hier so gibt. Und dann hier wieder die ganzen Mineralien einsammeln. Weg finden. Ach, die greifen mich die ganze Zeit an und ich muss dann sozusagen, boah, was Neues finden, was mich ein bisschen erlöst. Dann brauchen wir halt hier noch eine. Ich bringe Weisheit in einer Zeit. Kannst du mir kurz. Warum kann ich bei sowas ehrlich die Dingskarte nicht verwenden? Ich check das einfach nie. Sprech. Weil an sich ist es doch ehrlich voll nice, dass man sie genau dafür will man sie doch eigentlich benutzen. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Wir dürfen nicht sagen. Ey, ich stehe gar nicht drin. Die Verzeihung weist uns den Weg. Ehre. Angegriffen. What? Schwer wiegt meine Bürde. In Arudin Arshagal. Aha, dann erstmal wieder die da umbringen. Ey, Lodi, ihr müsst Mineralien formen. Außer du. Du warpst hier nochmal für Don't keine Ron. Holst hier nochmal zwei ran. Einen hiervon, weil wir die echt brauchen. Aber sonst weiter Mineralien farmen. Das ist eure einzige Aufgabe, die ihr habt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, und sonst halt. Ja. Für Tonkanone. So, und du kannst ja erstmal hier erstmal ein paar beseitigen. Ey, was wird das? Die Ehre gebietet es. In Audin. Jetzt auf einmal können die nicht mehr das aufdecken? Euch gehört meine Ergebenheit. Diese Warp-Tore scheinen noch zu funktionieren. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Ja, das denke ich mir auch, aber als erstes brauche ich hiervon einen. Einfach nur just for the safe. Und hast du. Ey! Wusste denn. Ah, jetzt kann ich dir erst nehmen. Ach, für die Forschung mit Energieversorgung. Ja, dann gehen wir erstmal hier ran. Und gucken, was dann passiert. Der erste Nervenstrang des Overmind. Krieg ich jetzt schon, ne? Ich spüre. Schmerz. Überraschung. Tod. Boah, verständlich, wenn jemand gestorben ist. Aber sagt er sonst. Ah. Ah, interesting. Interesting. So, will ich erstmal hier noch so einen hinbauen. Einfach nur, weil es sich lohnt. Oder hinwarpen. Die Zerg versuchen uns zu überwältigen. Zu den Waffen, meine Brüder. So, du kommst dann erstmal hier hin. Und von wo kommen denn die Zerg? Schwer wiegt meine Bürde. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Damit. Kommt man hier ran? Dann kommen wir hier.
den dahin warpen. Ich suche den Pfad der Erlösung. Oh lol. Gut, dass hier überall Phantomkanonen sind. Sprecht ihr mich an? Erstmal die da zerstören. Ich werde einen Weg. Jetzt schaffen wir ohne mich. Hey, was ist denn das? Dass da immer sowas kommt. Sprecht ihr. So, und du kommst jetzt erstmal wieder mit deiner Phantomkanone und setzt die wieder hier. Aha. Schwer wiegt meine Bürde. So. Ah, jetzt kommen Sachen rangeworbt. Adultoridas. Was bist du? Hoher Templer. Ah, nice. Die Matrix des Tores eingeschlossen, als es deaktiviert wurde. Wir danken euch. Ja, erstmal hier. Wut spüren. Ich bringe Weisheit. Ich, unsere Gedanken sind eins. Aha, interesting. Ich. So, dann setze ich die erstmal alle nach da an. Setz hier erstmal noch mehr ran. Hol mir hier noch mehr. Ey, und. Hä? Was bringt das? Ah. Erneut diene ich. So, sonst, ne? Ist ja interessant. Dunkle Templer kann ich noch nicht heranholen mir. Dafür bräuchte ich hier erstmal was. Und Circular Zwielicht. Ja, einmal hier ran noch. Naja, ich muss hier auf jeden Fall für die Verteidigung auch sorgen. Hier habe ich jetzt 3. Ich werde jetzt bei 4 belassen. Reicht beim aus meiner Sicht. So, du kommst jetzt erstmal nach da und arbeitest dann hier. Du gehst hier weiter und sonst werde ich halt hier noch ein paar bauen. Observer können jetzt erstmal hier weiter nach oben erkunden. Hier muss ich irgendwie hin. Sucht mir mal einen Weg. Worüber geht das? Wo lenkt das? Und ich möchte mal merken, das Viech ist verdammt fett. Aber so was von. Sonst kann ich halt hier noch was heranwarpen, aber das kommt auch mit der Zeit, wenn das erstmal da ist. Da erstmal wieder ein Pylon hinstellen. Erneut diene ich. Hier die Untoten. Nee, Armee auswählen. Untätige Arbeiter. Nimm mal hier. Ey, du bist nicht untätig, du hast eine Aufgabe. Und zwar die Kristalle hier abzubauen. Exakt diese hier. Mhm. Auch du. Eure Sonden werden angegriffen. Ernsthaft, da ist noch ein so ein Kackviech. Ich bringe Weisheit. Und das. Woher, ich verstehe bei diesen Sachen einfach nicht. Woher kommen die? Woher kommen die? Eure Sonden werden angegriffen. Die Zerg versuchen unsere Basis zu überrennen. Ja, und genau deswegen holen wir uns mehr hiervon. Ach, jetzt bist du auf einmal tot, oder was? Ja, interesting, interesting. Wir. Sind das Licht. Sammelt euch hier erstmal ein bisschen. Ah. Ein Leben für Ayur. Ja, erstmal nicht mehr, ne? Lass dir erstmal rankommen. Basis wird angegriffen. Ah, okay, wenn die hier so sind, dann zerstören wir erstmal das Teil hier, weil es nicht mittendrin ist. Denken gleich dem Main. Ich suche den Pfad der. Und sonst hier nochmal eine Phantomkanone.
unser sein. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. So, hier, die können erstmal sich wieder hier verteilen. Ist immer ganz nice, davon wieder zu haben. Ich brauche mehr Pylone. Ja. Weil ich hier vor allem noch einen brauche. Sonst hier nochmal zwei. Ja, da bin ich doch schon dabei! Dunkler Schrein bräuchte ich auch langsam. Warp mal hier noch einen Pylon hin. Eure Sonden werden angegriffen. Woher kommt das? Shosak Moknul. Woher kommt dieses Ding? Woher? Ihr richtet das jedes Mal ein, oder was? Alles klar, Leute. Wenn das so ist, warp den auch ran. Dann bringe ich dich um. Schwer wiegt meine Bürde. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. So, dammit, ey. Ich werde einen Weg. So, next. Next. Wir wollen nicht mehr haben. Wir brauchen mehr Pylone. Und dafür brauchen wir hier mehr von. Ist das nicht nice? Wie viel kann ich denn, was kann ich denn hier machen? Wie viel kann ich denn heranwarpen, so ungefähr? Oder ist das immer eine bestimmte Sache? Achso, das geht gar nicht, noch nicht. Roboter heranwarpen, Tempelarchiv, dunkler Schrein heranwarpen. Ja, das würde ich hier machen. Ich suche und dann kümmere ich mich gleich darum. Ja, dann würde ich auch hier gleich mal ranwarpen mich. Mineralienfeld erschöpft. Ja, mir gerade egal. Nope, und zwar einen dunklen Schrein. Ne, habe ich schon. Ne, dunkles Archiv denn. Und du warpst hier wieder ein paar Photonkanonen hin. Die man dann hier braucht, falls hier hinten welche kommen. Basis wird angegriffen. Echt? Ja. So, das heißt, du noch eine Kanone dahin. Wo, du bist hier gerade, ne? Also, eine da. Mehr Kanonen brauchen wir erstmal nicht. Du kannst erstmal zurück. Und hier hingehen. Du warpst hier auch nochmal eine hin. Falls sie wirklich wieder hierher kommen, würde ich halt von hier oben nochmal gucken. Aber sonst, ne. Die Armee sollte eigentlich erstmal groß genug sein. Die Zerg kommen. Ja, dann warte ich nochmal die Welle ab und gehe danach los. Also auf jeden Fall dauert die Mission doch länger als gedacht. Liegt an mir. So, von wo kommen denn die Zerg? Ach, das ist noch, dem ist noch gar nicht bewusst. Das weiß man also noch nicht. Das Schöne mit der Angriffswelle, ne? Ach, mitten rein, das ist auch solide. Ich suche den Pfad der Erlösung. In Audi. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Echt? Nice. Dann helft man hier mit. Bevor ihr hier stört. Hättest du die Reichweite gehabt? Kann man nochmal die Reichweite sehen? Nein, nur beim Bauen. Also ihr, wenn ihr hier da bin, seid auch die Reichweite dahin zu schießen. Das heißt, ich werde hier nochmal einen Warp
hinsetzen. Und dann ist das ja eigentlich ganz durch. Ah ne, du solltest da oben einfach nur chillen. Und deine nächste Aufgabe ist es, hier nochmal einen Phantomkanon hinzuballern. Weil das hält einfach doppelt halt besser. So, ihr geht dann alle mal nach vorne. Jupp, warp hier auch heran. Meine Aufgabe. Ja, ist doch super. Dunkle Temper sind auch eine absolute Killer-Einheit. So, hier erstmal nochmal 5 bauen. Die lasse ich da aber erstmal stehen. Sprecht ihr mich an? Und jetzt farm ich erstmal ein paar Rohstoffe. Und jetzt gehen wir doch mal rein und schauen, was es hier so gibt. Aha, das ist so ein Verseuchter. Also nehme ich die zweimal und fahre dann hier gleich mal hin. Ich suche den Pfad, um mir hier das nochmal ein bisschen zu erobern. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Dann muss ich. Ich hoffe, ich muss da nicht durch. Ja, das ist mir immer noch egal. Erstmal hier heranwarpen. Dann automatisch hier das heranwarpen. Kann nicht auf Kriecher verwendet werden. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Die Prophezeiung weist uns den Weg. So, dann aber ich hier nochmal schön den dahin geworben. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Sprecht ihr nicht. Ach du an? Scheiße. Wir dürfen nicht zahlen. Damn, sind das viele. In Audin. Oh, aber als erstes. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Erstmal hier nochmal 3 ranwarmen. Wir. So, dann erstmal hier wieder ein paar Phantomkanonen hinstellen. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Ey, ihr habt hier auch nochmal was. So wie ein Schatten legt sich über unsere Basis. Die Zerg werden bald angreifen. Ist mir egal. Ah, hier erstmal noch eine Kanone. Aha, erstmal da oben wieder. Entarot, ich suche den Pfad der Erlösung. In Arudin Rashagal. Die Frage ist, lohnt sich das da Basis hinzubauen? Nein. Aber. Ah, das dauert alles so lange. Hier hin! Oh. Aber die sollten das eigentlich aufhalten können. Und dann kommt hier erstmal hier, dann reparieren wir das Ganze nochmal. Sonst, ne, passiert eigentlich nicht ganz so viel. Ach, der ganze Kriecher ist hier sogar weg. Nice. Boah, sonst, ne. Weisheit in einer Zeit des Chaos. Ich bräuchte hier sonst. Wird angegriffen. So, sonst hier nochmal. Du kannst da nochmal weg und Roboterfabrik heranwarpen. Robotertechnik heranwarpen. Basis wird angegriffen. Das kann ich nochmal machen. Ja, nicht nice. Ich aber wo, ich weiß zwar nicht, woher die kommen, aber ey. Aber so eine Sache, woher kommen die zwar, aber. Ich suche den Pfad der Erlösung. Ja, ne. Mineralienfeld erschöpft. Aber hier haben wir die Roboter. Doc. Aber wir können ja auch mal hier nochmal keinen Nexus-Hack ran. Doch, eigentlich können wir hier einen Nexus hin warpen.
Hier so schön, aber kann ich auf Kriecher platziert werden? Also kann ich den da nicht hinbauen. Außer ich sorge dafür, dass da kein Nexus hin... dass da kein Kriecher mehr ist. Shosak Mokn. Schwer wiegt meine Bürde. Sprecht ihr mich an? Die kann ich nicht warpen, aber hey, die kann ich auf jeden Fall herbringen. Wo bist du? Du hast gar nichts zu tun. Wo kannst du so ein Warp? Ja. Das ist doch solide. Heranwarpen. Ich bin hier. Mhm. Ganz solide. Und hier nochmal ein Nexus. Ja. Die mal da an. Setzen wir gleich mal nach da an. So, und du kannst auch da hoch. Genau wie du. Du kannst hier nochmal Pylone ranwarpen. Da wollen wir eh noch eine ganze Menge brauchen. Ey. Sprecht ihr mich an? Nope. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Nope. Ihr werdet mich hier nicht nerven. Die kann ich hier schon mal ranwarpen, das ist auf jeden Fall sehr nice. Meine Aufgabe. Aber sonst kann man halt nicht ganz so viel machen. Oh, wir haben gar keine Mineralien mehr. Ja, toll, ne? Wir sind das Licht. Ist wohl alles ein bisschen zu teuer, ne? Ja. Dann lassen wir das erstmal sein. Und erhöhen erstmal unsere Produktionstechnik. Was auch immer, was der halt haben die wollt. Die Zerg versammeln sich in der Nähe unserer Basis. Ja, die Frage ist ja, in welcher? So. Ich bringe Weisheit. Denn die ganze Armee kann unsere jetzt erstmal weiter nach da hinkommen. Sind eins. Und sonst würde ich halt hier auf jeden Fall... kann man das irgendwie reparieren? Na, wenn's nicht... Geht nicht. Ja, schade. Schade. Wo bist du denn? Ey, direkt da. Basis wird angegriffen. Das könnte leicht problematisch werden. Aber auch nicht das Schlimmste. Basis wird angegriffen. So, dann hier nochmal eine Energiekanone hin. Ich suche den Pfad der sonst. Ganz du kannst ja nochmal hin. Wir kriegen kein Vespingas. Und ich brauche viel zu lange für die Mission. Ey. Was soll denn das? Die Ehre gebietet es. So, dann werden wir gleich erstmal durchmarschieren, ne? Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Ich werde einen Weg finden. So. Die drei können auch gleich hier hin. Sehr nice. So, das überhaupt hier ran. Das warpt hier ran und arbeitet weiter. So, und derzeit werden wir jetzt hier weiter durchmarschieren. Weisheit in einer Zeit des Chaos. In Arudin und versuchen dann so viel zu machen wie möglich. Die Prophezeiung weist uns ah, hier wieder der Overmind, den wir nicht zerstören können. Der unsichtbare Einheiten aufdeckt. Und hier gleichzeitig auch noch mehr und mehr. Als erstes die ganzen Damage-Einheiten töten. Also hier bräuchten wir auf jeden Fall noch welche. Tut er das? Schwer. Wir sind das Licht der Kala. Ich bringe Weiß. Erklärt. So, Seratul, komm erstmal ran. Der zweite Nervenstrang des Overmind. Ich spüre Tod. Und Freude.
mit. Und du Warpknoten. Ah, warum geht das nicht? Hier. Du kommst auch erstmal nach da. Wir sind jetzt erstmal, also werden jetzt erstmal Stück für Stück unsere Basis, wie gesagt, verteidigen. Stück für Stück mehr machen. Ja, du hast nichts zu tun, dann geh doch auch hier hinten hin. Und Warp hier erstmal eine Photonkanone ohnehin, denn davon brauchen wir vielleicht ein paar. So, wir gehen jetzt erstmal weiter. Den Dalai Lama. Euch gehört meine Ergebenheit. Und holen uns dadurch auch gleich ein bisschen mehr Stalle. Arudin Rashagal. Ich werde einen Weg finden. Ganz simpel. Die Zerg versuchen uns zu überwältigen. Zu den Waffen, meine Brüder. Aber solange sie es nur versuchen, ne? Ich bräuchte auf jeden Fall mehr Einheiten. Viel mehr Einheiten. Auch hiervon welche. Der Feind rückt näher. Kassar, die Templari. Ich komme aus dem Schatten. Das hier ist sehr solide. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. In Arudin Arshab. Basis wird angegriffen. Die Ehre gebietet es. Ah, zerstören wir doch mal das hier. Basis. Ach, hier unten. Bisschen. Kommt mal hier hoch, meine Freunde. Ist ja nix. Nix, mein Freundchen. Was ist Shosak Moknul? Erstmal alle Sachen zerstören, die es hier so gibt. Damit hier keine nervtötenden Sachen entstehen. Und zum Beispiel so ein paar leckerliche Stärken. So, wir werden hier jetzt noch ein paar holen. Nicht genügend Mineralien. Der Feind rückt näher. Also ich habe eigentlich doch schon genug Mineralien. Hier noch ein paar Sachen zerstören. So. Die letzten zwei Sachen haben wir noch. Seratul heilte sich auch nicht. Der dritte Nervenstrang des Overmind. Und hier ist der vierte. Ich spüre Genugtuung über einen Plan, der vor langer Zeit in Gang gesetzt wurde. Und Grauen vor der Zukunft. Nett. Ja, wenn man die ganze Zeit Graune findet, so ein Unsterblich nochmal heranwarpen, lohnt sich immer. Sonst halt hier ganz viele Range-Einheiten einfach braucht man immer wieder. Besonders sind auch die einzigen Einheiten, die irgendwie Lufteinheiten angreifen können. So, und wenn die Armee vollständig ist, werden die hier auch weiterhin angreifen. Als nächstes nehmen wir uns hier mal... Ey, ihr solltet... Abdings. Und als nächstes werde die Person hier erstmal schön einen Energietoken daran warpen. Sprecht ihr mich an? Feinde nähern sich meiner Position. Echt? Ist dem so. Benötige halt mehr, ist mir doch egal. Mein Leben für Ajur. So. Ah, Zeratul ist jetzt wieder voll. Das dauert einfach eine Zeit lang, bis die wieder voll sind. Erstmal hier wieder den da einsetzen. Wir haben ja genug. Wir haben genug, wir haben auch Zeit. Hier steht eine neue Prüfung bevor. Auch wenn ich nicht weiß, wovon ich angegriffen werde. In einer Zeit des Chaos. Was genau hat sich jetzt hier angegriffen? Die Zerg versuchen unsere Basis zu überrennen. Ja, sollen sie doch versuchen. Solange sie es nur erklärt versuchen. Euch. Wir
sind das Licht der Kala. Alter, guck dir diese Basis mal an. Wenn ich will, nehme ich die gleich mit und überrenne die Basis. Aber als erstes lasse ich das erstmal alles da oben. So. Meine Aufgabe erleuchtet. Wir stellen uns der Dunkel. Basis wird angegriffen. Eure Sonden werden angegriffen. Entaro erklärt euch. Ich vernahm euren Ruf. So. So diene ich. Ich füge. Interesting. Meine Aufgabe. Einmal kurz da. Euer Denken gleich dem meinen. Ja, solide. 41 Minuten schon. Dang! That, they went long! Vertonkanon. Ich finde halt die Verteilung von Protoss ist halt nicht die geilste. Aber du kannst halt literally so viele Vertonkanonen um dich rumballern. Also wenn du es drauf anlegst, dass es halt nicht mehr feuerbar ist. Naja, geht ja auch nicht hiermit. Ha. Naja, da ist auch ein Energiekor. Kann ich auch gleich hier hinwarpen. Unsere Gedanken sind eins. So, geht gleich mal alle nach da. Das ist eine schöne Armee. So, Ceraton muss überleben. Ich habe bisher alles gemacht, gemeistert. Bloß halt die Geschwindigkeit extrem langsam. Dafür habe ich jetzt eine schöne Armee, die den Gegner einfach überrennen wird. Hat auch seine Vorteile. Obwohl, ich sollte hier vielleicht erstmal warten, bis alle da sind. Obwohl, immer so ein bisschen Backup zu haben, ist auch nicht schlimm. Wie viel Leben hat das Teil? Oh, Alter, wie viel Schaden da gemacht wird. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Oh, damn. Ja, ich finde die hier, also die Kolosse sind halt einfach insane Viecher. Alter, da machst du halt gar nichts gegen, ey. Man hat halt, ich habe nicht mal die Flugeinheiten der Protoss und das ist eigentlich das Stärkste aus meiner Sicht von den Protoss. Die Prophezeiung weist uns den Weg. So, hier nochmal das Gebäude zerstören. Ah, das war ja viel einfacher als gedacht. Ja, dann bleib mal hier. Zerstört alle Sachen, die da so kommen. Und du, Ceratul, geh mal hier ran. Der vierte Nervenstrang des Dorfes. Ich spüre ein Ende. Ich muss zum Cortex des Overmind vordringen, um zu verstehen. Seid gegrüßt, Bruder. Ich spreche zu euch aus der Nachwelt. Tassada. Aber ihr seid gestorben, als ihr diesen verfluchten Overmind getötet habt. Ich habe den Tod nie verspürt, Ceratul. Noch werde ich es je. Aber dies ist eine Geschichte, die zu einer anderen Zeit erzählt werden soll. Ich komme, um euch von dieser Kreatur zu berichten und ihrem Mut. Mut? Es war ein abartiges Monstrum. Nicht immer. Die Zerg wurden verändert. Eine einzige alles überschattende Bestimmung wurde ihnen aufgezwungen. Die Vernichtung unserer Spezies. Der Overmind wurde mit Verstand und Vernunft erschaffen, aber ohne freien Willen. Er schrie und wütete innerhalb des Gefängnisses seines Geistes. Wer hat das getan? Und warum? Das weiß ich nicht.
Aber der Overmind fand einen Weg, diese alles überlagernde Direktive zu umgehen. Er schuf eine Möglichkeit, eine Hoffnung auf Erlösung. Die Königin der Klingen. Das ist doch Wahnsinn! Ich verstehe nicht, Bruder. Vergesst alles, was ihr wisst, Zeratul. Der Overmind hatte eine Vision. Das Ende aller Dinge. Und nun müsst auch ihr sie sehen. Nein, diese Vision. Ich kann es nicht ertragen. Hört auf! Interesting. Alles klar. Also die Missionsziele haben wir alle geschafft. Wir haben eine nette Mission bekommen und damit auch erfahren, dass der Overmind eigentlich ein voll geniales Wesen ist, was eigentlich nur benutzt worden ist, besser gesagt manipuliert worden ist, unterdrückt und versklavt worden ist, es aber einen Weg gefunden hat, sich dagegen zu wehren. Und in dem Fall diese Sklaverei, die den Zerg aufgelegt worden ist, zu widerlegen, zu nichtig zu machen. Und ja, da merkt man halt wieder, dass die Zerg eigentlich nur ein friedliches Volk waren, friedliche Wesen, die zu einer Waffe geschmiedet worden sind. Das wurde auch öfters erwähnt, aber gefühlt ignorieren das immer alle. Immer traurig. Ich mag die Zerge aber vom Volk her übelst. So, fahren wir fort. Ab zurück zu Hyperion. Im schönen Ladescreen. Aber der Overmind war einfach riesig. Schiffsmesse der Hyperion. 23.02 Uhr. Ah, das war's auch schon. Wir haben was Neues. Ah, Protoss. Protoss. Ah, und die Bierproduktion. Forschungsschiff. Unterstützungseinheit, die getarnt und eingegrabene Einheiten aufdeckt. Raven. Unterstützungseinheit, die getarnte Einheiten. Getarnt und eingegrabene Einheiten aufdeckt. Ja, dann nehme ich lieber den Raven. Der gefällt mir besser. Und dann hatten wir noch den Orbitalschlag und den Dechreaktor. Das ist halt sehr geil, um einen großen, schnellen Dings aufzubauen für Tempo, aber das ist halt einfach. Ja, aber das ist auf jeden Fall stärker als das hier. Auf jeden Fall hätten wir hier sofort ein paar neue Sachen, auch den Kristall wieder eine neue Mission, oh, verdammt. Und nun. Ja, auf jeden Fall hier auch Bioproben verkaufen. Ah, nett. Auf jeden Fall hier hätten wir dann noch eine Mission, die machen wir dann anscheinend nächste Woche. Nächste Woche werde ich auch das hier lesen. Die Schiffsmessen-Nachrichten hören. Und gibt's sonst noch was? Ja, ein paar Sachen halt. Reden wir doch gleich mal mit Sworn. Das werde ich jetzt diese Folge nochmal machen. Am Abschluss. Ich habe mir mal die Aufzeichnungen angesehen. Diese verdammten Protoss sind uns noch immer meilenweit voraus. Einige der Nummern, die die Typen abziehen, sind einfach unglaublich. Wem sagst du das? Die haben eine Menge neuer Tricks auf Lager, seit wir das letzte Mal gegen sie gekämpft haben. Ich meine, was soll der Mist? Seit wann können die ihre Leute einfach überall hinwarpen? Ich dachte, die bräuchten dafür mindestens so etwas wie einen Warp-Knoten. Nicht einfach überall hin. Sie brauchen schon einen Pylon oder eine andere Energiequelle in der Nähe. Aber sie arbeiten eben genau wie wir ständig daran, ihre Technologien zu verbessern. Jo, das ist halt nice. Arsenalkonsole, was gibt's denn hier Neues? Raumschiffe. Ja, Raumjäger und Banshees kann ich jetzt auch verbessern. Ja, aber wie gesagt, das brauche ich hier nicht wirklich. Ghost ist halt nice. Von Minen, ja, erhöht. Ja, ne. Panzerung. Verlangsamung brauchen wir auch nicht mit direkt im Kampf.
Das müssen wir auch nicht wirklich erhöhen. Reichweite des Bunkers, das können wir mal machen. Das schadet nicht. Dass sie direkt ablagen, ja gut, wie oft benutze ich die zum Aufladen, das ist also die Frage. Vikings, zwei Raketenreichweite und ein Kanonenreichweite, haben halt mehr Reichweite dadurch. Benjis, boah, eine Reihe ab, ist auch ganz nett, aber bringt uns auch nicht so viel weiter. Deswegen lassen wir das alles so rum. Ja, dann hätten wir hiermit das eigentlich abgeschlossen. Dann reden wir nochmal mit Matt zum Abschluss. Verdammt, Matt. Ich weiß nicht mal, was ich mit der letzten Vision aus dem Kristall anfangen soll. Serathul hat nach mehr Hinweisen auf das Ende des Universums gesucht. Aber diesmal war er auf Ajur. Ajur? Wonach hat er gesucht? Er wollte herausfinden, warum der Overmind die Königin der Klingen damals überhaupt erschaffen hat. Sie ist diejenige, die das Universum zerstören wird? Nein, das ist es ja gerade. Sie scheint die Einzige zu sein, die das Universum retten kann. Also hast du die Mission doch, die Prophezeiung ja doch verstanden, die Vision. Aber egal, die Sternkarte zeigt uns vermutlich wieder 1000 neue Missionen. Nein, doch nicht. Wunderbar. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich bei dieser Folge. Und man sieht sich dann nächste Woche bei StarCraft 2 oder von Montag bis Freitag in einem meiner anderen Projekte. Und bis dahin, ciao, ciao und haut rein.